Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flash News. Und als allererstes möchte ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und so habe ich das Nintendo Switch Programmiertutorial um zwei neue Kapitel erweitert. Und zwar, wie man 2D-Grafik mit dem Text anzeigen kann und seine Anwendung ordentlich debuggen kann. Wenn du dich schon immer mal dafür interessiert hast, wie man denn so eine Nintendo Switch programmieren kann, dann kann ich dir nur empfehlen, das Ganze einfach mal durchzulesen bzw. einfach mal reinzugucken. Ich empfehle allerdings, ein bisschen Vorkenntnis in C zu haben. Und außerdem, wenn du darüber berichten möchtest oder so, bitte verlinke auf den Blog-Eintrag und nicht auf den direkten Link, weil der direkte Link sich in der Zukunft noch ändern könnte. Die nächste News für die ist Yados 8 verantwortlich. Und so hat er NSSU Updater und Content Delivery Manager veröffentlicht. Dadurch kann man jetzt System-Updates auf gebannten Switch-Konsolen ohne Joy du Jour installieren. Man benötigt allerdings immer noch die Originaldateien von den Firmware-Updates. Von dem DevKit Pro-Team wurde Deco 3D veröffentlicht, was eine Grafik-API für Nintendo Switch-Programmierer ist. Die ist ziemlich low-level, also eher weniger für neue Programmierer. Aber wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, wie eine GPU funktioniert oder so, dann empfiehlt es sich oder dann kann man damit schon so ein bisschen arbeiten. Damit kommen wir auch schon zu den Homebrews, die veröffentlicht wurden. Da haben wir diesmal eine ganze Menge. Und so als allererstes Jellica, was von Drakon oder Draken geschrieben wurde. Das ist ein bisschen wie so ein 2D-Rally-Rennspiel, das von links nach rechts gespielt wird, wie man es von Handys kennt. In diesem Spiel sind die Grafiken ein bisschen basicer als in den meisten anderen Spielen, aber man kann das Fahrzeug vergrößern und es gibt so ein Luftballon-Power-Up, wodurch man so ein bisschen fliegen kann. Von Lux wurde Dr. Driller portiert, was ein Klon von Mr. Driller ist. Da baut man sich einfach von Stufe für Stufe nach unten in den Boden rein. Und ich glaube, das Ziel ist es zu sehen, weil es erstes ganz unten ist. Aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Fans von Mr. Driller werden das Spielprinzip auf jeden Fall kennen. Die nächste Homebrew, beziehungsweise das nächste Plugin sozusagen, ist Status Monitor Overlay. Das wurde geschrieben von Masagrator. Und das Ganze ist einfach ein Overlay, was den aktuellen Switch-Status anzeigt. Also Dinge wie die CPU-Nutzung, die GPU-Nutzung, die Geschwindigkeit von der CPU, GPU, dem RAM, die Temperaturen und so weiter. Damit das Ganze funktioniert, muss allerdings das Tesla-Overlay installiert sein. Und auch noch für den Nintendo Switch wurde Eldritch geschrieben oder Eldritch, wie auch immer. Das Ganze ist ein Port von Rohit N. Im Hintergrund werde ich vermutlich den Trailer durchlaufen lassen. Das ist auf jeden Fall ein 3D-Action-Abenteuer-RPG und benötigt ein paar Daten vom Reanimated Release, um es ordentlich zu nutzen. Die nächste Homebrew, die ist für die Wii U und wurde von Sheldon 10095 geschrieben. Der hat nämlich einen Splatfest-Downloader geschrieben, wodurch man eigene Splatfeste direkt aus dem Internet herunterladen kann, ohne dass man das alles manuell installieren muss. Man sollte allerdings vorher ein Backup von der Speicherdatei von Splatoon erstellen und das Ganze mit Mockerkasten vom WSD ausführen. Kommen wir zu einem 3D-Spiel, und zwar zu Dungeons of Dagorad 3DS. Das Ganze wurde von Darkware portiert und wird als einer der ersten 3D-Shooter bezeichnet. Hat dementsprechend auch linearige Grafiken, ist jetzt nicht so fancy, aber kann man auf jeden Fall mal reingucken. Außerdem wurde der NTR-Launcher aktualisiert, mit dem man zum Beispiel alte DS-Flash-Karten auf dem 3DS und auf dem DSi ausführen kann. Und der unterstützt jetzt auch TWL-Karten, also DSi Enhanced und DSi Exclusive Cartridges. Als letztes wurden noch zwei kleinere Sachen für den DS veröffentlicht, und zwar Simon & Snake. Die Homebrews sind wie immer alle in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.